Ihr wollt wissen, wie es mit den Space Elevator Parts weitergeht? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, wir wollen uns weiter um die Sachen für Phase 4 kümmern. Wie versprochen habe ich in der Zwischenzeit ein bisschen was gemacht, weil wie ihr seht, ist dort nicht mehr eine Schiene, sondern es geht jetzt rechts hoch, links runter. Oder aus Zugsicht immer rechts auf, rechts, also immer rechts. Ne? Aber er fährt schön da hinten hin. Das habe ich auch bis hinten hin abgeschlossen. Das funktioniert sogar. Ich bin sehr überrascht darüber. Aber das gibt's beim nächsten Mal, weil wir wollen gucken, dass wir unsere Space Elevator Parts fertig kriegen. Und wie ihr seht, ich habe die Nuclear Pasta schon gemacht, weil ne, diese Rahmen, die ich dafür brauche, die werden irgendwo da hinten bei dem ganzen anderen Cooling System Gedönse gemacht. Hier habe ich das ein bisschen angepasst, dass direkt zweimal die 50 laufen und wie ihr seht, hier kommt vom Spaghetti raus oder Farfalle oder Fusilli, Tortellini, Pasta halt. So, fertig und jetzt läuft das Ding da gleich lang, glaube ich, hoffe ich. Oder? Haben wir so was? Da läuft es. Juhu. Und 85 Stück davon haben wir schon. Also das funktioniert ganz gut. Der andere Kram, der ist sehr langsam. Dafür habe ich ein bisschen geguckt, dass ich die Kabelproduktion wieder beschleunige. Was scheinbar auch ganz gut funktioniert, weil hier kommen doch mehr Kabel an als vorher. Ich habe halt hier so Zwischenprodukte wie die Verkabelung. Die reicht halt nicht aus. Ich bräuchte eigentlich 7,5, aber mehr als 6,25 kriege ich nicht hin. Kann ich machen, was ich will. Und hier, Kabel. Ich glaube nicht, dass das 20 Stück pro Minute sind. Oder? Wie viel braucht der pro Minute? 125, auf gar keinen Fall. Na, dementsprechend, das hier ist deutlich langsamer, als es sein sollte. Genauso die Motoren und alles, was man hier so braucht für den Kram. Das dauert ein bisschen. Ja, macht immer mal wieder, kommt hier so eine adaptive Steuereinheit. Und von denen brauchen wir ja auch wieder welche, um sie dann hier zusammenzubauen zum Montageleitsystem. Und das ist schon langsam. Aber mein Gott, was soll's. Er würde theoretisch einen pro Minute machen. Also, ja, wir haben ja gesagt, wir wollen halt auch nicht, dass das jetzt irgendwie rasend schnell, also wahrscheinlich der ein oder andere würde das gerne wollen, aber bei mir, mir reicht das, wenn das jetzt nebenbei immer so läuft. Da unten, das haben wir uns auch schon mal hochgebracht, in die Etage hier drüber, haben wir einmal diese modularen Motoren und wir haben die Mehrzweckgerüste. So, und Quatsch, nee, Puls ist es nicht. Thermalraketenantrieb ist, glaube ich. Die Motoren, die brauchen wir dafür. So, wir haben den ganzen Kram. Die drei Sachen. Die werden alle da hinten produziert. Nur diese Motoren werden hier gemacht. Jetzt wäre die Frage, hole ich mir allen Scheiß hier rüber oder bringe ich das eine dahin, um das andere dann wieder zurück zu. Also ich muss so oder so zwei Bänder ziehen, um das da hinten bauen zu können. Da habe ich noch eine Maschine frei, die das machen könnte. Dementsprechend, das bauen wir da hinten. Ja, hier sieht es ähnlich aus. Das bauen wir hier irgendwo da vorne in der Mitte. Die Batterien quasi auf der anderen Seite gegenüber. Nur das Zeug bauen wir hier vorne. Das heißt, insgesamt müsste ich vier Bänder ziehen, um den Spaß ans Laufen zu kriegen. Aber wie mache ich das jetzt am besten? Ja, erstmal, und ja, erstmal die beiden Bänder in die Richtung bringen und dann, wenn wir da vorne sind, gucken wir weiter. Wir müssen eins dahin kriegen und eins quasi genau da vorne hin. Weil da bauen wir Batterien.
Fangen wir mal an. Führen das darüber und ich glaube, ich ziehe einfach hier einen lang hier rüber. Genau, da ziehen wir gleich mit Beton durch. Du, Kollege. Wo sitzen wir dich denn? Wir wollen dich hier hin haben. So, eigentlich. Dahin möchte ich dich haben. So, du kommst mit und gehst hier ran, wenn ich jetzt einen nehme. Nein. Verdammt. Das war falsch. So. Nein. So. Und dann. Na, schauen wir mal. Wir brauchen dann noch einen so einen. Komm hier hin. So. Bis da. Das wären meine zwei Hinbänder. Dann könnte ich doch eigentlich direkt da drauf. Ist, glaube ich, gar nicht so doof, wenn wir das machen. Wir machen nämlich jetzt hier direkt auch die Zurückbänder drauf. Wo bist du wieder? Weil dann können wir den Spaß nämlich sofort einleiten. Jetzt wäre die Frage, warte mal, reicht nicht ein Zurückband? Wenn ich die Sachen gemeinsam auf ein Band ziehe, dann kann ich die auch gemeinsam. Ist ja shit egal, in welchen Eingang was reinkommt. Die sind ja nicht dediziert für ein bestimmtes Teil. Problem wäre nur, wenn die einen Dinger abgeschlossen sind, dann wird das nicht mehr rein. Nein, wir machen zwei Bänder. Materialtechnisch Quatsch, aber fürs Einspeisen deutlich besser. Wir machen das so. Kommt hier alles so blöd aus. Hopp. Wir lassen dich da hingehen. Dann kommst du hier runter. Und zwar so tief, wie ich dich kriegen kann. Dahin. Ja, fahr mal eine Runde. Da brauche ich. Den Kollegen, genau. Den ziehen wir hier rein. Hier rüber. Sagen dem, er soll bitte hier hochkommen. Und dann geht es von da ein bisschen schräg und alles so da rein. Okay. Damit haben wir den Teil schon mal fertig. Dann müssen wir noch gucken. Das hätte ich gerne. Will ich das dahinter rumlegen oder wie hätte ich das gerne? Ich den nehme. Ne, wir legen das hier vorne rum. Genau. Das heißt, hierhin kommt der Kollege. Dann gehst du hier runter. Und ich hab's schon wieder falsch rumgezogen. Du gehst weg. Eieieiei. Du sollst nämlich von da hier hinkommen. Und dann geht's hier runter.
von da aus geht es. Achso, hier ist schon wieder leer. Da müssen wir irgendwas nachfüllen. Das wäre sie nicht. Da müssen wir uns nämlich auch noch drum kümmern. So, du sollst. Dahin gehen. Und dann von da aus machen wir erstmal so. Und hier hinten rum. Und Reinhard. So. Also den Weg haben wir, den anderen Weg haben. Das ist schon mal ganz gut. Wir müssen hier noch gucken, was brauchen wir denn hier überhaupt. Hier drin fehlt uns Stahlträger. Das heißt, wir müssen gucken, wo wir die Stahlträger herkriegen. Und die Kollegen brauchen wir auch. Okay. Stahl und das Zeug. Müssen wir auch irgendwie hier rüberbringen. Das dürfte aber kein Problem sein, dass irgendwie von unten zu machen, also schaffen wir schon. Oder wo, wir machen das Zeug da drüben. Ne? Das wäre dann quasi, wir könnten das hier oben drauf setzen. Wenn wir das hier oben drauf, machen wir einfach. Wir setzen einfach hier Stahl drauf, wir setzen da die anderen Dinger drauf. Da muss ich noch gucken, wie genau wir das machen. Aber das kriegen wir hin. Auch da gilt. Hier. Und hier. Das ist diese Richtung. Wenn wir das könnte gehen. Jo. Weil die Kollegen bauen wir da. Wir kommen da vorbei. Das heißt, wir könnten die ähnlich wie die Schrauben legen. Wir kommen nämlich da hoch. Die stocken sogar schön. Das heißt, einmal hier hin. Mal legen wir auch Platten so lang. Ey, das ist super. Das ist das Zeug. Du fütterst die dazu. Okay. Das heißt, wir setzen uns hier einen intelligenten Splitter hin. So. Und nach rechts raus gehen diese Arme. Genau. Wie heißen die nochmal? Irgendwas mit Rahmen. Ja, RH. Immer gut. Modulare Rahmen. Richtig. Und geradeaus ist alles unbestimmt. Ist schon. Hier kommt der Kollege dran. Macht das Sinn? Oder ziehe ich das lieber unten rum? Ich muss ja eh nach unten. Wir gucken uns mal unten an. Unten rum wäre besser. Unten rum ist definitiv besser. Von da aus. Bitte einmal. Dahin. Gehen wir das so hin? Das ist doch gar nicht so eine doofe Idee. Dann hier runter. Hier drauf. Hier weiter.
kann ich mir da oben den einen Weg sparen. Das ist doch schön. Das hier. Hm? Oh ja, kriegen wir. Das läuft. So, da. Und rein damit. Den haben wir schon mal. Und du, Kollege. Da ziehen wir uns jetzt schön den anderen Kram hin. Wir müssen näher ran, damit wir Strom haben. Rauf, genau. Du kommst nämlich einfach dahin. Gehst mit dem Kollegen runter. Mit dem Kollegen so rüber. Und von da aus da rein. Dann müssen wir uns nämlich nur noch darum kümmern, wie wir auf dieses eine Band den Stahl kriegen. Das ist super. Das gefällt mir. Jetzt nehmen wir uns das hier und ziehen dich einmal schön sauber hier oben drüber bis nach hinten. Genau da gerade. Ist ja die Frage. Irgendwo muss ich einen Abzweig machen. Ich brauche ja sowieso den Atze. Atze, genau. Ich brauche den Atze. Atze, ich brauche dich. Genau. So, du gehst einfach hier rüber. Weil da habe ich das eine Zeug. Und da drüben habe ich die Batterien. Jetzt müssen wir mal gucken, wie weit wir hier kommen. Ohne in den Luftraum einzudringen. So, das hätten wir. Wir haben hier Batterien. Können wir dort rausnehmen. Das ist gut. Wir haben hier das. Wir müssten ja auch jede Menge... da kommen Batterien an. Du stehst schon still. So viel ist das. Wahnsinn. Wie sieht das bei dir aus? Die Gasfilter, die werden munter produziert. Und auch die Jodfilter, da weiß ich gar nicht, wie viele wir davon irgendwie mittlerweile im Lager haben. Das ist auch schön. Auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Das heißt, wir können Moment. Können wir probieren wir mal aus. Wie breit ist denn das Ding? Also, ne, die vier sind klar, aber die Breite ist nochmal interessant. Eins, zwei, wir ziehen uns hier. Eins. Zwei. Drei. Auf die volle Länge. Nehmen uns so ein und haben nicht genug Material dafür dabei. Das ist natürlich... Kunststoff fehlt uns. Wie viel Kunststoff fehlt uns? 50. Kunststoff haben wir. Was wir nicht haben, und das wir hier wahrscheinlich auch nicht kriegen werden. Wo bist du, dass du hier so einen Stress machen kannst? Sich hier unten etwa eingemauert? Oh. Das tut mir aber traurig. So. Okay, das andere Zeug fehlt mir. Ja, was fehlt noch? Motoren und die Karre. Okay. Das ist doof. Das müssen wir uns eben holen. Weil dann können wir gucken, dass wir da einen dran setzen. Weil dann können wir hier mit den Batterien direkt arbeiten, können das zusammenführen. Mit dem Zeug, das dann noch hier hochkommt. Ist doch easy. Wir müssen eh darüber. Das heißt, wir holen uns jetzt alles, was wir brauchen für... Ich muss mal eben hier ein bisschen... da fehlen sowieso zwei.
Fabrikator 14. Manufaktor 4. Raffinerie 20. Konstruktor. Waren das 10? Ich habe bestimmt ein paar aufgebaut. Ich schreibe mir vorsichtshalber mal 20 auf, weil ich bin mir nicht sicher. Beim Mixer bin ich mir sicher, dass es einer war. So. Wir ziehen den Spaß hier raus. Den Spaß, der bleibt. Das geht auf 0. Der Mixer geht auf 0. Und der Konstruktor geht auch auf 0. Jetzt haben wir hier den. Nein. Okay. 10 Rahmen. Und 5 Motoren. Das kriegen wir doch leicht hin. Wir sind hier direkt hier. Motoren haben wir. Rahmen, also die schweren Modularen, die haben wir hier. Fertig. So. Einmal hier rüber. Wie mache ich das jetzt? Eigentlich müsste ich das doch da drüber ziehen können. Das sollte nicht da ein Problem sein, oder? Der geht jetzt nur im Bereich hier so ein bisschen damit rein. Das ist unschön, aber wir gucken. Ja, geht auf jeden Fall nicht über den Flügel, also stell dich so. Ziehen den Spaß bis dahin. Dann nehmen wir uns den Kollegen und setzen ihn direkt daneben. Hoffen, dass das hier vorne mit dem Ausgang passt. Jo, das tut es. So. Wir haben 3 Sachen, die hier rein müssen. Einmal die Batterien, die holen wir uns gleich von unten. Zack. Zack. Und den Kollegen. Und wir haben einen Ausgang. Das ist hier. Geht hier rum, geht da rum. Bis dort. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir das Ganze zusammenkriegen. Okay. Wir hätten dich von da, dann hätten wir dich von dort. Einmal wegen der Höhe. Die wir falsch gesetzt haben, natürlich. Nein, das wäre wichtig. Warum ist das? Sag mal, bin ich zu blöd für Perspektive? Also, bitte spart euch die an. Oh, ich bin sowas von zu blöd für Perspektive. Wir kriegen das noch hin. Wir kriegen das noch hin. Ich bin mir da sicher. Relativ. Ein bisschen. So. Wir brauchen dich hier. Wir brauchen dich. Das ist zu tief, aber sag ich doch. Warum? Ja, weil du nicht so tief bist, wie ich dachte. Okay, es ist so ein halbes Ding, verstehe. Macht ja nichts. Oder Viertel oder wie auch immer. So, und du
ist jetzt der Kollege, der sich einfach die Batterien von da klaut. Wenn ich den einen wegmache, kann ich sogar tiefer gehen. Das haben wir nicht vor. Den holen wir uns. Da, was ist, wenn ich hier hingehe? Nein, ist nicht schön. Wie machen wir's? Ich könnte die Batterien natürlich auch. Quatsch. Reg dich doch da mal ab, Mensch. Batterien nehme ich einfach von da nehme. So. Dahin. Dahin. Und ui. Dahin. Sieht das sogar vernünftig aus? Sag mal! Ich will einfach wissen, wo dieses Vieh ist. Aber ich habe keine Munition mehr für den Kollegen. Aber... bist du? Guck mal. Tot bist du. Es ist schön, dass die im Beton sind. Okay. Haben wir das auch erledigt. Hier hänge ich ein bisschen. So, Batterien sind... Achso, du brauchst noch Strom, ne? Da müssen wir mal eben den draufsetzen, damit du Strom kriegst. Du solltest auch wissen, was du tust, ne? Du musst mir die Kollegen machen. Genau. Lass da mal die Batterien reinlaufen, ist wunderbar. Das ist eigentlich unsere Zeit. Ach, guck mal, haben wir noch. Wie viele Batterien laufen jetzt eigentlich da rein? Waren das 200er Pakete? Ja, sehr gut. Das haben wir. Wir brauchen jetzt die Steuerstäbe und die Mehrzweckgerüste. Die Mehrzweckgerüste kriegen wir von da ganz hinten. Würde ich da reinpacken und mache ich das jetzt als erstes? Ziehe mir die ganzen Bänder hier hin. Ist, glaube ich, das Sinnvollste, oder? Ja. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das auch das linke Band. Das ist schon mal sehr gut, weil das andere muss ich irgendwie hier abzweigen. Da würde ich... Oh, komm, den Abzweig machen wir auch direkt, weil den brauchen wir... Ziehe ich den hier so ein bisschen dahinter, damit ich da dazwischen komme? Ja, ne? Oder ein Stück davor. Hier wäre gut. Hier kommt mein Abzweig für den Spaß hin und mein Rückweg. Das heißt, das kann ich mir schon mal hier hinlegen. Mache ich das mittig? Ich mache das erstmal Mittag. Ich mache erstmal Mittag. Tschüss. Nein. So. Hier kommt der Spaß hin. Dementsprechend. Ja, das müssen wir uns angucken. So, wie viele. Oh, da müssen wir auch noch ein paar holen. Guck mal, Autosave haben wir jetzt auch gleich. Genau, wir haben Autosave. Ich hab's noch gesagt. Ja. Aber dann läuft uns da oben schon mal alles rein, so wie wir es brauchen. Ja, es kann dann schön langsam und sicher da reinlaufen. Mal gucken, ob wir dann irgendwann
wenn wir dem Nuklearzeug dran sind, ob wir dann hier noch ein bisschen verbessern können. Ja. Aber wie gesagt, wir ziehen das jetzt erstmal so weit durch, dass wir hier mit dem ganzen Kram klarkommen. So, dich hätten wir gerne hier. Dich hätten wir gerne hier. Und wir brauchen dann noch Stahl hier oben drauf zurück. Genau, das ist alles. Den da machen wir wieder weg. Du kommst weg. Du kommst weg. Da hinten, der Kollege kommt auch weg. Da wissen wir nämlich, das brauchen wir nicht. So. Dann kommst du mit. Du kommst von hier nach dort. Da. Und du bringst mir den Stahl dahin. Sehr gut. Dann geht es weiter. Schön geradeaus bis hierhin. Dahin, dahin, dahin. Ja. Dorthin. Also bis jetzt gefällt mir das alles. Wenn das so läuft. Hier an unserem wunderbaren Schild vorbei. Kollege? Dahin. Du kommst. Dahin. Und du gehst dort rüber. Ich würde jetzt auch erst, bevor ich irgendwas anderes mache. Oh, das ist ja, das gefällt mir tatsächlich, dass es genau so hier ankommt. Weil, ja, es ist jetzt nicht 90 Grad, das weiß ich. Ja. Aber es ist schon relativ gut. So, da haben wir das. Du gehst von da nach da, du gehst. Da. Da. Eigentlich sollte ich ja gucken, dass ich jetzt schon mal den Stahl da oben drauf lege. Damit wenigstens das schon mal läuft. Ja, weil, warum soll ich das nicht weitermachen lassen? Ich brauche die ja schließlich für da hinten. Der Stahl, den ich jetzt von hier irgendwo weg, von da wegnehme, der da oben drauf kommt, in die Richtung geht, wird da benötigt. Ist auch bescheuert, oder? Ja. Wir ziehen jetzt erstmal die Brücke hier weiter durch. Und gucken. Wir haben hier Stahl. Wir setzen uns den Splitter hier hin. Machen einen Förderlift. War vielleicht ein bisschen eng. So, nee, machen wir anders. Aber wir wissen, wir wollen den Förderlift hier haben. Ich setze mir den mal dahin. Und wir brauchen den auf der Höhe. So. Jetzt gehen wir hier runter.
Wenn ich den so setze, dann kann ich mir den reichen Intelligenzsplitter. Ja, ich mache einen Intelligenzsplitter. Und zwar mache ich den dorthin. Sage, alles unbe... Nee, ich sage, hier geht beliebig durch, aber nach rechts geht Überschuss. Und dann kommt von da aus dieses wunderbare Band und geht da nicht rein. Weil ich mal wieder nicht auf die Richtung geachtet habe. Ab. Ab. Mal wieder nicht auf die Richtung geachtet haben. Mann. Es wäre so schön, wenn der engere Kurven fliegen könnte. Hopp. So, geht doch so. Wir haben dich schon mal da oben. Das ist gut. Dann ziehen wir uns den Kollegen so weit wie es geht, nämlich bis hier. Und jetzt habe ich schon kein Alu mehr. Auch das ist kein Problem. Wir sind ja Gott sei Dank gerade hier und haben alles recht nah bei uns. Da. Damit kommen wir jetzt erstmal wieder ein Stückchen weiter. Ich sollte darüber fliegen, schon mal 3 nehmen. Den da drauf. Den da drauf. Jetzt gehen wir hin und sagen, wir wollen das aber 1, 2 da drauf haben. Dann kommst du und machst mir das dahin und du gehst direkt da dran. Du wiederum gehst hier hin und du gehst dorthin. So, dann ziehen wir dich weiter. Dich genau auf diese Kante. Hin da drauf. Da dran. So, Stahl geht schön weg, geht nach da hinten, kann wieder gebaut werden. Sehr gut. Das hätten wir. Uns dann noch weiter angucken, wie wir den Spaß sonst hinkriegen. Ne? Dann nehmen wir den Kollegen. Wir sind jetzt auch, guck mal, hier werden die Dinger gebaut und die sind sogar. Wenn wir hier anfangen würden, dahin. Kleines Löchlein. Und weg mit hier vorhin. Da müssen wir nämlich da unten nur noch anschließen und dann läuft der Spaß nämlich direkt durch.
dich hier hin. Hätte ich nicht da unten gesagt? Du möchtest bitte. Was auch immer ich da gemacht habe. So hin. Du. Oh, du läufst jetzt direkt da rein. Oh, kannst du. Oh, du kannst direkt da rein. Oh, ist das schön. Dementsprechend kannst du. Direkt da drauf. Okay, das ist erstaunlich gut geworden. An der Stelle. Hier wird das jetzt erstaunlich scheiße. Weil den Bogen kriege ich halt nicht hin, ohne zu klippen. Aber das macht nichts. Weil das ziehen wir uns jetzt so weit runter. Oh, den kriege ich doch hin, ohne zu klippen. Indem ich ihn nämlich hier auf den Boden gehen lasse. Muss ich aber da klippen. Wenn ich aber auf die Höhe gehe, dürfte das. Bitte sag mir, dass das klappt. Oh ja, danke. Ey, wunderbar. Ja, hier ist ein bisschen. Aber damit kann ich leben. Ich meine. Also, konfuse Führung kriege ich hin, oder? Kommen wir mit klar, oder? So, das heißt, jetzt müssten unsere komischen Magnetfeld, Oppel, Dickel, Ding und Dingsbums da. Dingel, Dingsbums, genau. Das ist der Fachbegriff dafür. Magnetfeldgeneratoren. Dürften jetzt auch hinten reinlaufen. Die brauchen 2 Minuten. Machen dann 2 Stück. Okay. Perfekt. Wir brauchen davon 1000. Minuten. Nein, 4000. Oh, 4000 mal 2 Minuten? Nein. Mensch. Nicht 4000 mal 2 Minuten. Alles, was wir da haben, ist genau 1 pro Minute. Abgesehen von den Instincts. Die sind richtig bescheiden. Wahrscheinlich wird alles richtig bescheiden. 4000 Minuten. 4000 Minuten ist lange. So, jetzt ziehen wir den Spaß mal ein bisschen weiter. Und zwar genau bis hier drunter. Und dann müssen wir uns was einfallen lassen. Denn wir brauchen hier vorne auf der Kante 1, 2. Das ist der Spaß. Dann geht das hier vorne hin. Und wir müssen hier einen draufsetzen. Und wir müssen noch einen draufsetzen, weil wir brauchen da 2. Jetzt kommt nämlich der schwierigste Teil davon. Wir müssen dort den Eingang haben. Das heißt, der Spaß geht da rein. Du darfst schon mal. So. Jetzt müssen wir aber hier vor. Dann setzen wir uns genau auf die Mitte hier. Das müsste passen, oder? Nein. Da müssen wir noch 2 weiter vor. Da. Also dann passt das auf jeden Fall. So. 1, 2. Höher müsste richtig sein. Dran. Richtig. Gott sei Dank. Ach ja. Da noch einen dazwischen setzen. Wo haben wir ihn hingepackt? Da haben wir ihn hingepackt. Das ist
der Kollege und der geht da dran. So, damit haben wir uns hier alles besetzt, was wir brauchen. Der ist falsch. Jetzt geht der Spaß nämlich dahin. Und nein. Nein, 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 nein. Oh, das war wild, oder? Okay. Der Spaß geht dort lang. Wir gucken uns jetzt an, wo wir die ganzen Teile hingesetzt haben. Jetzt müssen wir ja nur noch auf die einzelnen Masten uns draufpacken. Das heißt, ich gehe jetzt als erstes hin und mache die Masten, damit wir da vorne reinkommen. Und zurück. So. Jetzt wären wir hier. Wenn ich von hier aus da reingehe, weil wir müssten, eigentlich müssen wir in die Maschine. Was habe ich eigentlich in dieser Maschine angestellt hier? Okay, die soll Turbomotoren machen, das ist aber vollkommen Quatsch. Aber die Kühlsysteme und die Funksteuereinheiten brauchen wir doch auch, oder? Für die. Nee, wir brauchen die Turbomotoren. Easy. Alles kein Problem. Wir hauen die rein. Wir packen dich wieder auf 100%. Kühlsysteme laufen. Die Funksteuereinheiten nehmen wir da weg, weil die brauchen wir nicht. Die gehen schön da rein. Wofür bist du eigentlich hier? Okay. Vollkommener Quatsch. Von dort geht ein Band hier hin und direkt da rein. Okay. Das nehmen wir weg. Ich mach die mal eben hier alle weg. Da wären die gewesen. Die Sitzung da. Das war doof. Machen wir nochmal weg. Ja, noch Platz. Na komm. Was wollen wir wegtun? Das können wir einfach mal so wegtun. Das wird ein Problem. Nicht so ein großes, weil wir machen doch, glaube ich, hier direkt welche, oder? Ja, komm, weg damit. Schauen wir da. Weg damit. Weg damit. Hier haben wir weg damit. Da kommt aber auch direkt der Kollege rein. So. Weg damit. Überlegen wir noch. Hier soll aber nicht der rein, sondern da sollen die rein. Und hier vorne sind die Turbomotoren. Perfekt. Warte mal, produziere ich jetzt einfach keine mehr nach? Ich depp. Scheiße. Von den Dingern 1000 Stück. Wie viel brauchst du? Du brauchst 5 für 2. Also 2,5, 2500 Stück.
400, 800, 16, 24. Und dahinter ist auch noch ein kompletter. Okay, das wird gehen. Problem ist, die Funksteuereinheiten gehen da rein. Die werden gar nicht... Das heißt, den brauche ich gar nicht mehr. Ich bin einfach nur am falschen Apparillo. Okay. Müll. Die zwei machen wir auch weg. Die sechs tun wir auch weg. Wir basteln. Genau. Wir hatten hier das Standardrezept unten für die Dinger. Easy. Also, du rein. Du rein. Du rein. Und du wieder dran. Fertig. Nein. So. Die kommen rein. Alles gut. Motoren sind ein Problem, wissen wir. Da müsste ich einmal gucken, wie viele wir da haben. Aber auch das kriegen wir hin. Ich leite, glaube ich, gerade... Leite ich noch welche hier rüber oder leite ich keine mehr hier rüber? Ich leite keine mehr hier rüber. Wenn ich das richtig sehe. Weil hier kam nichts an. Die wären sonst auf... Bist du bitte her? Wären sonst hier auf dem Band gewesen, das mittlere. Okay. Wir haben ein Motorenproblem. Das haben wir aber schon ewig. Das muss ich unbedingt lösen. Überschuss ist halt Quatsch. Da kommen Motoren hin. Fertig. Kann ich besser überlegen, ob ich Überschuss noch da wegleite. Aber ne. Ja gut. Ich habe ja gesagt, ich mache das langsam. Eieiei. Ach, verdammt. Unsere Zeit. Was hat jetzt mächtig Zeit gefressen hier? Also, du Kollege, dich stellen wir um auf die Thermalantriebe. Da kommen die einen Kollegen rein. Du kommst hier raus. Das ist Quatsch, das wollen wir nicht, weil sonst geht das nämlich da drüben rein. Die packen wir dann woanders hin. Genau, die müssen wir wieder auf das Band zurückpacken. Das Band zurück. Das legen wir uns hier an. Wir legen uns überhaupt die beiden Bänder von hier an, glaube ich. Ja. Okay. Das haben wir hier hingekriegt. Es fehlen Motoren. Die müssen jetzt langsam reinkommen. Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter, damit wir mehr Turbomotoren kriegen. Was ich aber schon mal eben mache, ist, ich ziehe ein Bändchen hier rüber. Das heißt, die Motoren gehen schon mal rein. Ich ziehe ein Bändchen. Was braucht man noch? Kühlsysteme. Ich ziehe ein Band von da. Und ich ziehe ein Band. Es wäre ja klarer gewesen, es anders zu machen. Passt auf. Dieses Band geht hier rein. Dieses Band, dann bleibt es nicht mehr so viel cleverer, wäre es nicht gewesen. Wäre cleverer gewesen, ist genauso eine Clipping-Hölle eigentlich noch viel schlimmer. So, jetzt fehlen nur noch diese Motoren. Die kriegen wir doch wenigstens noch dran. Da muss ich mich nur noch drum kümmern, dass Turbomotoren wieder mehr gebaut werden. Setzen wir jetzt hier hin. Hier hin. So. Und von da gehen wir da drüben dran. Und das, was da rauskommt, lassen wir hier rübersteigen.
dahin. Dahin. Jetzt fehlen mir Stangen. Wunderbar. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr Zeit mitgebracht, weil... Oh, Schrauben. Ja, ich mach die direkt aus. Schrauben und mach keine Stangen. Okay, ich wollte es versuchen, aber wir ziehen jetzt eben die Bänder so weit, wie wir können hier. Dann kann das wenigstens schon mal produziert werden. Ich mach dann das letzte Stückchen. So, du kannst schon mal... Falsch. Du gehst hier schon mal. Sag mal. Danke. So, der Spaß läuft schon mal so weit. Das heißt, es wird auch zurückgehen. Mir fehlt nur noch das Stückchen da. Dafür brauche ich ein paar Stangen. Die besorge ich mir noch. Und dann haben wir den Spaß noch da dran. Ich mache das hier vor. Oh, das war knapp. Ich mach das da vorne noch fertig. Die ohne Stangenfabrik hinein, ne? Ja, egal. Und ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen.